Lass mich zufrieden, oder? Was gibt's hier? Pfui! 30 über einen. Wer untersteht sich, meinen Jägerburschen anzutasten? Alles in Güte und Liebe, wertester Herr Erbförster. Nicht so böse gemeint. Es ist herkommen bei uns, dass wer stets gefehlt hat, vom Königsschlosse ausgeschlossen und dann ein wenig gehänselt wird. Alles in Güte und Liebe. Stets gefehlt? Wer hat das? Es ist freilich arg, wenn der Bauer einmal über den Jäger kommt. Aber da fragt ihn nur selbst. Ich kann's nicht leugnen. Ich habe nie getroffen. Dank Samuel. Max, ist's möglich? Du sonst der beste Schütze weit und breit. Seit 4 Wochen hast du keine Feder nach Hause gebracht. Und auch jetzt? Pfui, der Schande. Glaube mir, Kamerad, es ist, wie ich dir gesagt habe. Es hat dir jemand einen Weitband gesetzt und den musst du lösen, oder du triffst keine Klaue. Possen! Kamerad, lass dir raten. Geh nächsten Freitag auf einen Kreuzweg, zieh mit dem Ladestock oder einem blutigen Degen einen Kreis um dich und rufe dreimal den großen Jäger. Gott bewahr uns. Schweigt! Ich kenne dich längst. Du bist ein Tagedieb, ein Schlimmer, ein falscher Würfler. Kein Wort! Oder du hast auf der Stelle den Abschied. Aber auch du, Max, sieh dich vor. Ich bin dir wie ein Vater gewogen. Aber wenn du morgen beim Probeschuss fehltest, müsste ich dir doch das Mädchen versagen. Morgen schon? Was ist das mit dem Probeschuss? Erzählt uns, Herr Kuno. Meinetwegen. Mein Urahn hieß Kuno wie ich und war fürstlicher Leibschütz. Einst bei einer Jagd trieben die Hunde einen Hirsch heran, auf welchem ein Mensch angeschmiedet war. So grausam bestrafte man in jenen Zeiten die Waldfrevler. Dieser Anblick erregte das Mitleid des damaligen Fürsten und er versprach demjenigen, welcher den Hirsch erlege, ohne den Missetäter zu verwunden, eine Erbfürsterei und zur Wohnung das nahegelegene Waldschlösschen. Der wackere Schütz besann sich nicht lange, er legte an, der Hirsch stürzte und der Missetäter blieb unverletzt. Ein Meisterschuss! Oder ein Glücksfall! Hört noch das Ende! Es ging damals wie jetzt. Kunos Neider wussten es an den Fürsten zu bringen, der Schuss sei mit Zauberei geschehen. Kuno habe nicht gezielt, sondern eine Freikugel geladen. Dachte ich doch, hilf zu, Samuel. Eine Freikugel? Meine Großmutter hat mir das erklärt. 6 treffen. Aber die 7. gehört dem Bösen. Der kann sie hinführen, wohin es ihm beliebt. Alfanserei, nichts als Naturkräfte. Aus diesem Grunde machte der Fürst bei der Stiftung den Zusatz, dass jeder von Kunos Nachfolgern zuvor einen Probeschuss ablege. Doch nun genug. Wir wollen uns wieder auf den Weg machen. Du aber, Max, magst noch einmal zu Hause nachsehen, ob sämtliche Treibleute angelangt sind. Nimm dich zusammen. Noch vor Sonnenaufgang erwarte ich dich beim Hoflager.